Hey draußen, hier sind wieder Strong und Flex. Und heute gibt es eine wirkliche Strong- und Flex-Übung. Es geht um Kraft und Beweglichkeit und es rankt sich um das Thema Core-Training, Rumpftraining. Was wir auch noch mal etwas genauer beleuchten wollen. Ja, Wenn du über was sprechen möchtest, was dich persönlich selber bewegt, dann behauptest du jetzt einfach mal, uns haben sehr viele Leute zu Core-Training gefragt, und das kannst du auf einmal schon direkt ein Video drüber machen, ist ja total praktisch. Aber ein so ein Thema, das mich halt wirklich beschäftigt, auch so in der Arbeit mit meinen Leuten hier, dass die unbedingt Bauch trainieren wollen und müssen und dass du eine isolierte Bauchübung machen musst, wie zum Beispiel einen Sit-Up oder einen Crunch, damit die verstehen, dass sie gerade Bauch trainieren. Ja, ganz kurz, das müssen wir auch vielleicht einmal ganz kurz sagen. Warum wollen die Leute Bauch trainieren? Weil sie was glauben? Ja, es geht da nur um Optik. Dann kriegst du ein Sixpack und dann ist alles super. Also die glauben, dass ihr Kessel davon weggeht. Also sprich, das Körperfett am Bauch sich reduziert. Ist das so? Nein. Es ist nicht so. Das Körperfett regulierst du mit dieser Bewegung. Und möglicherweise viel Bewegung, die vor allem über deine Beine läuft, weil die brauchen viel Energie. Ja? Also die berühmten 10.000 Schritte und gerne mehr. Ja? Also bitte, ja, trainiere nicht Bauch und glaube, dass das Bauchfett schmilzt. Aber hier geht es nicht darum, das habe ich jetzt kurz eingeworfen. Es geht primär auch um die Art und Weise, den Bauch zu trainieren. Ja, also es macht ja Sinn, dass der Bauch Kraft hat, dass der Rücken Kraft hat, dass dieses Korsett, der Core, dass das gut zusammen funktioniert und Kräfte über den Körper übertragen werden können. Und dann kommen wir aber jetzt schon zum springenden Punkt, Kräfte im Körper übertragen. Das heißt, wir haben selten diese Funktion für den Bauch, sondern es sind Rotationen, es ist ein Zusammenklappen vielleicht mal über einen größeren Bewegungsradius. Also es geht auch darum, schon irgendwo die Lasten zu verteilen. Es ist nicht so isoliert, wie man das immer gerne denkt. Und deswegen finden wir es halt relativ cool. Wenn du die guten Übungen machst, trainierst du den Bauch meistens eigentlich schon mit. Das heißt, du brauchst nicht daran denken, jetzt isoliert nochmal den Bauch zu machen. Wenn du dort ein Defizit, eine Schwäche siehst, einfach von der Kraft her auch, dann würde es halt Sinn machen, dass so ein bisschen Inhalt ich will nicht das Wort funktionell benutzen, weil es missbraucht ist, aber halt in einen Kontext zu packen, wo es ein bisschen mehr Sinn macht, wo du es auch komplett einfach gebrauchen kannst. Eine tolle Übung dafür ist ja der Hollow Body Hold, einfach wo es drum geht, nur die Körperspannung einfach mal zu halten und auch die Beckenposition über die Bauch- und Po-Spannung zu beeinflussen. Die Leg Raises, die wir kürzlich schon mehrfach gezeigt haben, ja, ist auf jeden Fall auch eine Übung. Leg Raises, super Bauchübung. Auf der anderen Seite musst du mit dem Armdruck nach vorne aufbauen. Also es geht darum, deinen Körper auf einmal zu komprimieren. Das nimmt auf einmal eine andere Dimension an, als sich nur anzuschauen, okay, was kann mein Bauch, mein Brustkorb zum Becken führen oder mein Becken vom Brustkorb, das kann er. Und jetzt können die Schrägen halt noch Rotation mit reinbringen und das war's. Aber wenn ich das in einen großen Kontext reinbringe, dann kann man mit dem Bauch schon viele schöne Dinge machen. Und unser Vorschlag ist einfach, versuch Bauch nicht isoliert zu trainieren, versuch auf jeden Fall die guten Übungen zu machen, dass du den Bauch schon mit drin hast oder halt immer wieder ein paar Mal mit einzubauen. Wir bieten jetzt heute einfach mal an den Pancake Stretch, also eine kleine Mobility-Übung. Und da kannst du den Bauch so mehr oder weniger organisch mit dazu nehmen. Und es ist dann auf einmal schon eine Riesenherausforderung. Genau, und das tone ich jetzt mal vor, wa? So, hiermit befinde ich mich in der Ausgangsposition, in einem Grätsch-Sitz. Selig, wer so sitzen kann, ohne nach hinten umzufallen. Wer dabei nach hinten umfällt, sollte sich um andere Dinge kümmern, als um den Bauch erstmal. Ja, genau. Also ich mache jetzt hier mal schön weit auf. Füßchen immer schön überstrecken. Ja, das wissen die Turner. Und jetzt mache ich mal nach vorne den Pancake. Den machst du natürlich jetzt im Rahmen deiner Möglichkeiten. Vielleicht musst du dich ein bisschen abstützen. Ja, vielleicht musst du ein bisschen vorsichtig machen. Vielleicht kannst du schon einen langen Hebel nehmen mit den Armen. Ja, vielleicht die Arme vor der Brust verschränken. Ich nehme jetzt mal die Arme nach vorne. Ja, kippe das Becken nach vorne und gehe in den Boden hinein. So, jetzt wenn jetzt meine Adduktoren das aushalten, dann kann ich jetzt unter Last, ja, wieder nach oben gehen, sonst brauche ich vielleicht ein bisschen Hilfe, drück mich dezent mit den Händen ab, finde da deine Dosis. So, und jetzt
kommt eben diese Ergänzung für den Bauch. Und jetzt müssen wir rollen, die Wirbelsäule abrollen, Wirbel für Wirbel. Wenn du das für dich jetzt gleich eine Riesenherausforderung ist, dann verlinke ich dir nochmal das Video zu unseren vier Basics. Ja, da ist der Vertebra Peelaway mit dabei, das Wegschälen der Wirbelsäule von der Wand. Das brauchst du dann vielleicht mal als ersten Schritt, um dir erstmal klar zu werden, was da los ist. So, und jetzt möchte ich die Wirbelsäule abrollen. Dafür nehme ich jetzt die Arme nach vorn, um ein bisschen Gegengewicht zu haben. Und ich bringe das Becken nach hinten, also das Gegenteil vom Hohlkreuz, richte das Becken auf oder kippe es nach hinten. Und jetzt rolle ich mich möglichst kontrolliert nach hinten, Wirbel für Wirbel ab. Und so komme ich auch wieder hoch. Wirbelsäule einrollen. Du kannst dir vorstellen, dein Brustbein will zum Bauchnabel. Ich nehme das Kinn in die Kehlgrube. Also ich will nicht gerade hoch, was eh nicht funktioniert, sondern ich will Segment für Segment hoch. Das Brustbein will zum Bauchnabel. Und jetzt, da musste jetzt meine Po-Muskulatur arbeiten, die Hüftbeuger haben ein bisschen gearbeitet. Und jetzt komme ich wieder nach vorn und mache wieder meinen Pancake. Und es geht wieder nach hinten. Ich runde mich ein und ich rolle Wirbel für Wirbel nach hinten ab. Das ist definitiv eine Herausforderung und deshalb brauchst du vielleicht ein Helferlein. Gib's mir ganz kurz. Das ist jetzt hier eine Powerband oder Strength Band oder Resistance Band. Wir werden dir im Beschreibungsfeld verlinken. Da gibt es von Gimmelkraft ein cooles Set, wo alle vier Stärken mit drin sind und das Ganze ist auch noch relativ günstig. Einen Gutscheincode haben wir auch. Und das Band machst du dir jetzt an einem Fixpunkt fest. Ja, in dem Fall ist mein Fixpunkt der Strong. Und dann kannst du dir da helfen. Ja, ist jetzt letzten Endes nur eine Frage, wie lange du das Band machst. Ja. Und jetzt kommt wieder der Pancake. Da hilft das Band jetzt nicht. Und hier hilft es mir jetzt, über diesen kritischen Punkt, der hier ist, ein bisschen kontrollierter drüber zu kommen. Ja, jetzt rolle ich wieder die Wirbelsäule ein. Wenn ich jetzt an den Zügeln ziehen muss, dann ziehe ich eben ein bisschen an den Zügeln, um über den Punkt drüber zu kommen. Mach wieder meinen Pancake und rolle mich wieder nach hinten ab. 10 Wiederholungen, 3 Sätze. Mal ein ganz konkretes Programming. So, teil uns gerne mit, was du davon hältst. Einfach ganz trocken mit einem Däumchen nach oben oder nenn uns deine Lieblingsbauchübung, die du als besonders sinnvoll erachtest. Nutze dazu das Kommentarfeld. Abonniere uns, falls du nicht getan hast. Nach dem Abonnieren Glocke aktivieren, dass du benachrichtigt wirst, wenn wir ein neues Video hochladen. Hier unten kannst du auf Insta vorbeischauen. Und hier gibt es unsere letzten Videos. Wir sind wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.